Meine Lieben, ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen hier zu einer neuen Folge Fußballmanager 13 mit den Glasgow Rangers hier in der dritten Saison, heute hier im Part Nr. 58 an diesem Mittwoch, den 22. April 2015 und damit herzlich willkommen zum 58. Part der dritten Saison sowie zum 180. Gesamtpart. Wir stehen hier nach dem 1:1 Unentschieden in der Liga jetzt hier vor dem Europa League Viertelfinale. Und wir haben zunächst Heimrecht und spielen gegen den OSC Lille, gegen den französischen Vertreter, die sich zuletzt auch gut geschlagen haben, glaube ich, so viel ich weiß. Muss ich selbst mal gucken, wen sie zuletzt rausgekegelt haben. Sie haben unter anderem Celtic Glasgow rausgekegelt. Und dann jetzt zuletzt Sporting Lissabon. Also wird es schon eine happige Aufgabe werden. Und wir sehen hier die weiteren Begegnungen. Newcastle United gegen Olympique Lyon, Hoffenheim gegen Dortmund und Tottenham Hotspur gegen FC Valencia. Und dann würde ich doch mal sagen, gehen wir rein in die Partie Textmodus und sagen unserer Mannschaft heute, gebt euer Bestes und damit auf geht's, Glasgow! Und damit moin moin und herzlich willkommen hier in Glasgow zur Partie Glasgow Rangers gegen OSC Lille. Und Anpfiff ist hier erfolgt. Das Spiel läuft. Jetzt kommen wir aus der Nummer nicht mehr heraus. So, mal gucken, wie es so wird. Mit einem grenzwertigen Tackling klärt Jean Armel Kanya Biek im letzten Moment gegen Aaron Lennon, der sich anschließend so sehr aufregt, dass er froh sein kann, keine gelbe Karte hier zu ziehen. Und die erste gelbe Karte... Das Spiel bekommt hier Nolan Roux wegen Meckerns. So, Chance jetzt für Lille. Vargas auf Nolan Roux, der den Ball an den rechten Pfosten köpft. Also schon erste gefährliche Chance hier für die Liller. So, dann sagen wir jetzt, nachdem die Konzentrationsphase abgelaufen ist, jetzt mal voller Angriff. Denn wir wollen hier zu Hause eine gute Ausgangsbasis legen. Und haben jetzt auch die erste Chance. Thorgan Hazard macht das Spiel schnell, legt den Ball auf Samaras. Enyama lenkt das Leder in höchster Not zur Ecke. Und die Ecke kommt herein von unserem Callum Patterson. Die Ecke übernimmt Callum Patterson. Er hebt die Hand, macht mit dem Finger ein Zeichen, aber Kanya Biek ist da und klärt Postwenden per Kopf. Und jetzt die Chance für Lille. Martin probiert es aus der Distanz, winkt Cameron Bell zu einer schönen Parade. Aber das Tor hätte auch nicht gezählt, denn Nolan Roux stand im Abseits und nahm Cameron Bell die Sicht auf den Ball. Und jetzt haben wir daraufhin die nächste Möglichkeit. Samaras kann sich im Strafraum durchsetzen, aber Nyama hat mit seinem Schuss aus Spitzenwinkel keine Probleme. Also die Chancen werden mehr, 19. die nächste Möglichkeit für uns. Nsonsi verliert im Mittelfeld den Ball an Besic, der sofort mit einem Steilpass Lennon einsetzt. Und wir haben das 1:0, Georgios Samaras. Klasse. Klasse so, 1:0 die Führung und wir haben schon die nächste Chance. John Dealy ist einen kleinen Tick schneller als sein Kontrahent, spitzelt die Kugel vor das Tor. Sasso rettet per Kopfsäcke, mahnt dann seine Kollegen zur mehr Konzentration. In die Ecke kommt dieses Mal von Pavel Olkowski. Die Ecke kommt zu wenig scharf vor das Tor. Enyama hätte den auch mit der Mütze fangen können. So, 24. Es beginnt hier plötzlich wie aus Eimern zu schütten. Kann natürlich auch mal passieren. Dealy hat offensichtlich die falschen Schuhe. Und muss diese jetzt wechseln. Dann hoffen wir doch mal, dass sie jetzt den nötigen Grip haben. Denn jetzt haben wir hier eine Chance von Lille. Und der Schuss hier von Nolan Roux geht klar am Tor vorbei. Die Gangart von Lille wird rauer. Und wir haben die nächste Chance. 31. Spielminute. Schöner Angriff der Glasgower über ihren Black und Thorgan Hazard, der nach innen flankt und Sicherheiten in der Abwehr bescheren den Glasgow Rangers eine Ecke. Und die kommt herein von Callum Patterson, heute die dritte in der Partie. Gute Ecke auf den Elfmeterpunkt, doch Enyama verlässt sich da auf seine Verteidiger.
nicht auf seine Verteidiger, kommt heraus und klärt hier. Gutes Passspiel der Glasgow Rangers. Über 4 Stationen läuft die Kugel direkt gespielt durchs Mittelfeld. Thorgan Hazard wird dann letztlich von Sonsi derart bedrängt, dass er am Ende den Ball verliert. Olkowski schießt beim Abwehrversuch den eigenen Mann an. Norlon Besic wirft sich dazwischen. Es gibt die Ecke hier. Mal gucken, wie die wird getreten von Norlon Roux, aber Cameron Bell pflückt den Ball hier sicher runter. 36. nächste Chance für Lille. Pigeot auf Vargas, der aus vollem Lauf hoch vor das Tor flankt. Cameron Bell lenkt das Leder in höchster Not zur Ecke. Heute einer unserer besten Leute hier mit einer 2,0. Die zweite Ecke jetzt für Norlon Roux. Zieht den Eckstoß von der rechten Seite vom Tor weg. Der Ball segelt vor die Füße von Vargas. Dessen Schuss geht aber links am Tor vorbei. So, jetzt die Chance für uns. 37. Barnetta tankt sich auf der linken Seite durch, zieht dann in den Strafraum, sucht seinen Abschluss, doch Keeper. Enyama pariert seinen Schuss, den Abpraller verpasst Thorgan Hazard. Nur knapp, schade. Ich hätte es ihm wirklich gegönnt. Wir haben die nächste Chance, 41. Enyama wird von Samaras zu einer tollen Parade gezwungen, nachdem zuvor ihren Fleck sich gegen Sonsi in einem harten Zweikampf durchgesetzt hatte. So, mal gucken, wie die Ecke kommt oder auch nicht kommt. Und das Spiel ist hier pünktlich zu Ende. Und wir führen hier mit 1:0 gegen den OSC Lille, gegen den französischen Vertreter, der von René Girard, glaube ich, trainiert wird. Dann gehen wir mal hier in die Noten, gucken mal, müssen hier ein paar motivieren. Können nur Samaras loben, der das wirklich klasse macht. Vor allem mit seinem Tor. Jetzt haben wir hier 4 Patienten. Wird heute ein bisschen schwierig. Dann bekommt halt McGregor keine Massage. Halbzeitansprache. So haben wir uns das vorgestellt. Weil ein 1:0 gegen Lille, die eigentlich stärker sind, ist es auf jeden Fall schon eine gute Leistung. Und dann würde ich doch mal sagen, gehen wir rein in die zweite Hälfte. Und hoffen hier auf einen relativ guten Ausgang für uns. Jean Armel Kanabijek zieht jetzt hier die gelbe Karte. Samaras will das Leder an Bijek vorbeilegen. Jedoch stoppt dieser der Duje den Angriff mit der Hand, okay? Und jetzt die erste gelbe Karte für uns in der Partie, Aaron Lennon. Und ich versuche jetzt einfach mal taktisch so ein bisschen was zu machen. Hazard auf rechts, Jack Relish kommt dann dafür rein. Aaron Lennon versucht sich im Zweikampf mit Sasso einen Elfmeter zu schinden, aber Schiedsrichter stand günstig, zögert keine Sekunde und verwarnt ihn dafür. Und jetzt kommt da rein Jack Relish für Aaron Lennon, der ihre für den Engländer. So, mal gucken, was jetzt so passiert. Der Referee hat uns bereits im Auge. Ich würde gerne auf voller Angriff gehen, bin ich zwar kurz vor der Tribüne. Aber das macht mir jetzt erstmal nichts, denn wir haben die Chance. 65. Barnetta schießt das so an, holt einen Eckball heraus. Na, immerhin. Und die Ecke kommt herein von Callum Pedersen, die vierte Ecke. Pedersen schlägt den Ball hoch auf den Elfmeterpunkt gerade so, dass Enyama nicht weiß, ob er herauskommen soll. So verpasst hier John Daly das Tor. Wenige Zentimeter. Aber wir haben schon die nächste Möglichkeit. 66. Minute, 100%ige, eine hohe Flanke von der rechten Seite durch Callum Pedersen. Er springt dabei aber in den Torhüter hinein. Und der Treffer wird uns nicht gegeben, es darf doch nicht wahr sein. Schade. Immerhin, gute Möglichkeit. 70. Minute, mal gucken, ob wir so Last-Minute-Wechsel hier noch durchkriegen. Daly hat es bis dato zwar gut gemacht, aber ich gönne ihm jetzt doch allemal die Pause. Da Samaras es wirklich klasse gemacht hat, uns hier das Tor gebracht hat, kommen jetzt erstmal Alexander Kasaniklic für Barnetta sowie Saido Berrachino für John Daly. Und Berrachino hat es ja immer gezeigt, dass er als Joker sehr effektiv sein kann für uns. John Chairo Ruiz kommt rein für Loic Pigeot. Und da gehe ich jetzt nochmal rein in den Teamvergleich und verteile Olkowski hier die neue Aufgabe. Denn es ist in der Realität, hat Olkowski sich ja verletzt, sodass er Saisonende jetzt schon hat.
und sich dann praktisch erholen kann. So, 75. Chance für Lille. Berrier schlägt einen weiten Ball aus dem Mittelfeld vor das Tor, wo Marta am höchsten streckenden Ball an den linken Pfosten köpft. Also so eine Situation hatten wir vorher von den Lillern auch schon gehabt. 77. Rio Mawuba kommt rein für Steven Nzonzi. Nzonzi hier am Trikot kann man erkennen, hat früher mal für Blackburn gespielt. Schiedsrichter Dejan Kresch GD mit einer guten Partie. Jetzt noch 10 Minuten hier im Ibrox. 1:0 die Führung. Marta liegt verletzt am Boden, aber das stört die Glasgow jetzt hier gar nicht. Sie spielen einfach weiter. Und jetzt Chance für Lille. Kanya Biek mit einer guten Chance für einen Distanzschuss aus 25 Metern. Aber Cameron Bell hat keine Mühe mit diesem Schuss hier. So, Fabien Riou kommt jetzt noch rein für Juan Vargas. Und das ist die neue Aufgabe für Callum Patterson. So, mal gucken, schaffen wir hier vielleicht noch den Lucky Punch, also noch ein 2-0 symptomatisch für das Spiel. Heute ist der Zweikampf zwischen Hazard und Empalis Mendy. Letzterer geht da ohne Mund zum Ball und zieht folglich den kürzeren. So, 90. Minute, hier ist pünktlich Schluss. Und wir gewinnen hier das Hinspiel im Europa League Viertelfinale mit 1:0 gegen den OSC Lille durch das goldene Tor von Georgios Samaras. In den Statistiken sehen wir hier 14:9 Chancen, 60-40% Ballbesitz. Und dann würde ich doch mal sagen, sehen wir uns gleich im Nachbericht wieder. Und damit moin moin und herzlich willkommen hier zum Nachbericht der UEFA Europa League Viertelfinale. Wir haben es geschafft, haben 1:0 das Hinspiel gewonnen gegen den OSC Lille. Goldener Torschütze hier, Georgios Samaras, heute mit einer 2,5 auch Spieler des Spiels bei uns. Beim Gegner der Torhüter Vincent Inyama, der Nigerianer. Gucken wir mal ganz kurz. Ja, das stimmt soweit, eine 76 hier mittlerweile. 32 Jahre alt, 3,2 Millionen Marktwert verdient, 1,2. Unsere beiden Ansprachen haben funktioniert. Jetzt zu den Statistiken. 4:3 Schüsse, 3 aufs Tor, einer daneben, 7:6 Chancen, 60-40% Ballbesitz und Spieler des Spiels Georgios Samaras. Jetzt zu den Ergebnissen des Viertelfinals-Hinspieles. Tottenham Hotspur gegen Valencia 2:2. Glasgow Rangers gegen Lille 1:0. TSG 1899 Hoffenheim gegen Dortmund 0:0 unentschieden. Und ein 2:2 in der Partie Newcastle gegen Lyon, wo Lyon hier auf jeden Fall einen Vorteil hat aufgrund der Auswärtstore, genauso beim FC Valencia. Man wird es dann im Hexenkessel von Dortmund sehen, wie sich 1899 Hoffenheim beweisen kann. Und jetzt zu den Stimmen. Das sagte ich, der Ball war mal wieder rund und er wird es auch bleiben. Und Präsident Michel Seydou mit dem Zitat des Tages: Jeden Morgen, wenn ich aufwache, hat sich wieder ein neuer Profilneurotiker zu Wort gemeldet, der meint, etwas über den OSC Lille sagen zu müssen. Und jetzt kommen wir hier zum Fairplay. Dort sehen wir hier einige Ausfälle. Und wir sind hier nach wie vor relativ weit unten in dieser Wertung. Mittlerweile auf Platz 153 von 161 Mannschaften. Unfairste Mannschaft in dem Wettbewerb ist Newcastle United. Und dann können wir hier doch weitergehen. Warum hat die Andre Yedlin nicht gespielt? So, er hat sich... Nee, ich wollte ihn schon ganz einfach... Warum hat Jack Grealish nicht gespielt? Er wurde eingewechselt. Ihre Aussage ist also völliger Kokolores. So, mal gucken, was so passiert. Kasa Niklic, neue Erfahrungsstufe, genauso wie Samaras. Juri Thielemans nervt Torgen Hazard auch. Gott, warum müsst ihr euch gegenseitig hier annerven, ihr Belgier? Muss doch nicht sein hier. So, immer noch El Haddadi, Lieblingsspieler. Das wird auf jeden Fall, falls wir zu einem neuen Verein wechseln, wahrscheinlich nicht klappen, so einen Spieler zu holen, weil es deutlich unterklassig ist. 13,8 Millionen Marktwert mittlerweile. Den hatten wir, glaube ich, in der ersten Saison schon bereits geliehen. Ist dann 2 Jahre geblieben, 66 Spiele gemacht, 16 Tore, sagt auch schon einiges aus. Und dann gehen wir hier weiter zum Spiel gegen St. Mirren zu Hause im Ibrox Stadium.
Vor ausverkauftem Haus mal wieder. Und das ist der 30. Spieltag. Die Begegnungen Celtic Glasgow gegen Motherwell, dann Glasgow Rangers gegen St. Mirren und dann United gegen den FC Aberdeen. So, dann können wir hier weitergehen. Sehen Ian Black, wie gesagt, er fehlt wegen der roten Karte, die er ja zuletzt in der Partie gegen Motherwell erhalten hat. So, 13 Nachrichten. Samaras Erfahrungsstufe jetzt auf der 6, das heißt hier plus 2 Klasse. Hat er jetzt dadurch eine 74er Grundstärke? Kasa Niklic erreicht neue Erfahrungsstufe, ist auf der 3, was glaube ich bedeutet 0. Nee, minus 1, okay. Ist auch in Ordnung. Hat jetzt seine 75er Grundstärke. So, Prämie für internationale Spiele bekommt hier Thorgan Hazard. Beobachteter Spieler leicht verletzt, Terence Kongolo von der Reserve von Arsenal. So, Thorgan Hazard ist von Juri Thielemann total genervt, weil dieser offensichtlich den Ernst der Situation nicht kapiert. Wir gucken rum und er macht nur Witze, meint er, das kann ich nicht ab. Sofern sie sich nicht streiten, dann passt es ja. Federico Andrade hat seinen Vertrag verlängert hier bei Lazio. Colin Wagner, Trainingsziel. So, Van Bronckhorst mit dem erreichten Trainingsziel. Auch da gucken wir mal ganz kurz drauf. Und Stephen Donegan. So. Und jetzt stellen wir dann die Mannschaft auf hier für die kommende Partie, wie gesagt. Juri Thielemans wird hier dann den guten Black ersetzen erstmal. Dafür in den Kader mit vorrücken wird auf jeden Fall Barry Ferguson, unser absolutes Top-Talent da auch auf der Position. Wird dann je nachdem eingesetzt werden. George Evans könnte mit einer 70 ran. Wäre eigentlich fast schon die stärkere Variante. Würden wir uns hier um ganzes, ja, 6 Stärkepunkte stärker machen. So, sollten wir Doyle mal mitnehmen? Nee, ich glaube, das passt soweit. So, Mentor müssen wir anpassen. Ronnie O'Sullivan braucht einen neuen. Kriegt der Hazard? Ich denke mal, das wird passen. So, wie ihr gesehen habt in der B-Jugend, haben wir hier einen Kunze, der ja, wie gesagt, seinen Jugendspieler hier verloren hat, hat jetzt wieder einen neuen bekommen. Damit er nicht praktisch verloren ist. Und dann stellen wir jetzt mal hier den Kader ein. Zusätzliche Siegprämie, sagen wir mal Tausender, wenn sie gewinnen. Wovon ich ja stark ausgehe. Alles andere wäre eine herbe Enttäuschung. Wir als Meisterschaftsfavorit mittlerweile sollten das uns eigentlich nicht mehr nehmen. Aber wir haben halt in den letzten Partien ordentlich federn lassen. Nur noch 6 Punkte Vorsprung. Auch von der Tordifferenz ist Celtic schon besser. Von daher müssen wir da wirklich höllisch aufpassen.